zur Pfarrheim-Einweihung in Bad Neukirchen am 31. Oktober 1965. Also ist denn heute noch mancher Mühe und Plag für Bad Neukirchen wohl ein großer Tag. Das neue Pfarrheim ist jetzt fertig und jetzt geweiht. Für ganze Pfarr eine große Freude. Aus dem Anlass dürfen wir auch nun ein wenig berichten und ein bisschen zurück und vorwärts blicken. Der Herr Dichern schon hat studiert oft hin und her. Ein Pfarrheim war halt wichtig, war nicht alles so schwer. Einen neuen Pfarrer haben wir dann gekriegt, der mit frischer Kraft nach dem Rechten sieht. Und bald in kluger, sicherer Schau sieht er einen neuen Pfarrheimbau. Der Bischof wünscht und auch ein Geld verspricht, der Pfarrausschuss die Planung unterstützt, der Architekt oft gleich einen Plan entwirft, der von Linz genehmigt wird. Der Bischof weiß, er weiß warum. Ein guter Christ fragt nicht lang um. Und dort und da steht schon ein Heim. Ob eine Kirche will nicht die letzte Ort sein. In Gottes Namen leihen, helfen wir zusammen, sagt der Herr Pfarrer. Und es geht schon an. Nicht lang hat es gedauert, mit voller Kraft war der alte Pfarrhof niedergemacht. Und das neue, schöne Haus ist auf dem Platz erstanden, für das wir alle herzlich danken. Freilich hat es manche gegeben, die haben es nicht geglaubt, dass man so ein Pfarrheim wirklich braucht. Waren der Meinung zuerst, es war das Geld verschwendet. Vielleicht sollte man es anderswo verwenden. Ist bisher auch ohne Heim ja nur gut gegangen. Warum denn sowas groß aufhängen? Die Meinung war nicht ernst zu nehmen, weil die ganze Pfarr ist braves Holz gekommen. Manche waren dabei mit allen Kräften und wenn es Not tut, werden sie nur weiterhelfen. Ein gutes Jahr haben wir gewerkt jetzt alle miteinander, mit dem Geist, mit dem Geld und mit der Hand. Und das Haus gehört nicht einer allein, ein Pfarrheim gehört der ganzen Pfarr. Jung und alt darf aus und ein, ja jedes wird drin willkommen sein. Was ist, was wird im neuen Heim alles geben? Ganz kurz, wir wollen ein wenig erzählen. Die katholische Aktion in allen ihren Sparten, sie kann sich da im Pfarrheim richtig erst entfalten. Der Bub, das Dirndl, da komm her, da kriegst fürs Leben die richtige Lehre. Da hörst in Heimstunden und im Spiel, was der Herrgott von dir will. Was Kirche und Träumer sie von dir erwarten und wissenswert des allerorts. Landwirtschaft hat es heute nicht leicht. Es ist für wahr keine Kleinigkeit. Da musst du bilden, lernen und probieren, sonst kannst du ja kaum mehr existieren. Im Heim gibt es Schulung, Kurse allerorts für die Fachgruppen, eine Bildungsstätte mit einem Wort. Kinder und Jugend ist alles ganz recht, aber ohne uns Männer steht es trotzdem schlecht. Was die Jugend plant und wirkt und schafft, wir Männer so ins Vollenden oft. Die Frauen geben den Männern recht. Er berät und diskutiert ist gewiss nicht schlecht, aber wenn Frauen beieinander oft stehen, dürft ihr nicht glauben, dass die nur tratschen werden. Ja, es ist noch lange nicht aus, zu was man das Pfarrheim alles braucht. Das katholische Bildungswerk hat jetzt einen wunderbaren Saal. Herrliche Vorträge, Lehren, kämpft's alle mal. Eine prächtige Bühne, schaut es nur an, auf der man wieder Theater spielen jetzt kann. Nur lange ist nicht vergessen, was in früherer Zeit Bad Neukirchen im Laienspiel hat geleistet. Und eins ist nun ein wichtiges Wort, auch für den Sport ist jetzt vorgesorgt. Im Haus herein ein Raum für Sie, dem ist für Jung und Alt ein herrliches Gespür. Und so geschieht manches im Hinblick auf Kultur, ohne das Haus
viel verloren sie nur. Drum haben wir, halt mir zusammen, gibt's Obacht genug, oft gibt der Herrgott auch sein Segen dazu. So dankt man recht dem Herrgott, dank dem Bischof und der Pfarrer, vergelt's Gott an jeden, der unser Helfer war. Meine Lieben, eins noch, glaube ich, ist gewiss und fest zuletzt. Das Pfarrheim schmückt den Ort für lange Zeit, es ehrt die Pfarrer und ihre Leid. Es dient den Burgen und der Heimat gleich, unserem Wappen Kirchen und Oberösterreich.